Versuch Nummer 899 jetzt. Natürlich. Natürlich. Lol. Okay. So geht's natürlich auch. Nice. Okay. Ich habe mich jetzt eigentlich darauf eingestellt, dass das ein paar Stunden dauern wird. Aber, ja. Ich habe noch genug Glühwein. Ich habe noch keinen Schluck Glühwein getrunken, weil es gerade aus dem Mikro kam. Ja, es kam aus dem Mikro. Ja. Okay. Ganz schnell speichern. Das war easy game. Gute Nacht. Na, jetzt mache ich natürlich noch ein bisschen weiter. Ach, warum überhaupt fliegen? Ich kann doch einfach fly. Zum alten Eich. Wo wohnt der? Da. Ah, ich weiß, wo ich noch hin wollte. Fly. Hier? Nee. Ach, wo ist die Olle? Hier war die, ne? Ich glaube hier. Ach, wirklich. Shiny. Das war easy. Mal sortieren wir mal ein bisschen. So, wen nehmen wir denn zum Trainieren? Mit. Heiß! Warte, den wollte ich mitnehmen. Aus Gründen. Denn soweit ich weiß, den kann man mit so einem Stein entwickeln, ne?
Mir vorhin erst eingefallen. Aha! Davon hatte Marco nämlich ja mal geschwärmt. Und wen nehmen wir jetzt mit? Aber wird Evoli nicht am meisten Sinn machen? Wir brauchen ja mehrere Evolis, ne? Oh nein. Oh nein. Ja, aus der Tasse. Du bist genau der 50. Dann geben wir mal das Evoli ab. So. Ich hab's in die falsche Box gepackt, weil ich dumm bin. Ordnung muss sein. So, das war halt schneller als erwartet. Ich dachte, ich würde hier noch 3 Stunden dieses scheiß Feuervieh suchen. Da steht er. Okay. Passt schon. Professor, oh, ja. Die Sprites sind ja mal wild. Gary, I heard you beat the Orange League and did something for my grandfather while I was gone. I guess you're tough enough to have a battle with... What the fuck? Das ist neu. So, 70% Chance, dass es trifft. Oh! Ja, das war auch Luck. Weiß, nimm ihn mit! Okay. Das war... einfach. Wir sind halt zu gut. Ah, du hast den GS-Ball, ne? Lass mich mal nachsehen. Ah, ich kann... I can't seem to figure out what to do. Ja, der hat keine Ahnung, was er machen soll. Toll, alter Mann. Und ich soll ihn zu Kurt bringen. Wer ist Kurt? Die lives in Azalea Town in the Yoto Region. The farthest where should be Route 22, it's near Kanto. Okay, jetzt schickt er also einen kleinen 10-jährigen Jungen nochmal los. Okay. Das heißt... wir verabschieden uns von einigen Pokémon, oder? Aber wenn ich gleich gegen Level 3er und so kämpfe, dann nehme ich ja hier nicht mal einen Level 60er mit. Das ist ja richtig doof und langweilig dann. Wieder falsch gelaufen. Nice.
hier mal durch. Alter. Alles abgesperrt. Okay, jetzt dürfen wir nach Johto. Gute 5, 4... I'm in the middle of battle. Okay. Weg ist blockiert. Ist das Luigi? Und da liegt ein Fanai? New Barktown. Okay. Ayo vom Kanto, welcome. Da ist diese neue Welt, die man noch nie gesehen hat. Einfach eine Straße weiter. Wow. Beeindruckend. Tag. Professor Elm ist our Pokémon. Did you know it's a... Wow. Excuse me, I believe Puff... Door is locked. Door is locked. Ach so. Ich wollte das Schild lesen. Professor... Wow. Ah, oh, hello. He asked me to show you starters to give out in Johto. Wie, ich krieg keins. Du dummer Hurenkopf. Oh cool, da ist ein Teleport. Also... Der Typ will mich in sein Labor holen mit seinem komischen Sprite, der schon sehr gut gemacht aussieht, nur um mir zu sagen, die kriege ich nicht, oder was? Was ist das für eine Verarsche? Ich will meine Hall of Fame nochmal sehen. Hallo? Ach so geht das. Stark. So, dann werden wir mal... Tag Kai. Dann werden wir mal ein paar Pokémon abgeben. Also im Grunde alle außer Paras, oder? Mit Level 50ern gegen Level 3er ist irgendwie dumm. Oder? Ja, ne? Macht keinen Sinn. Der hatte sogar ein Eid. Ach ja, klar. Ich würde sagen, wir gehen mal die meisten unserer Viecher ab. Was? Es gibt zwei Decks sogar. Ach du Scheiße. Jetzt geht's hier aber ab.
Ach, hi, Scheck. Welche legendären? Ho-Oh, die drei Vögel und Mew und Mewtwo habe ich bisher. Der braucht jetzt den XP-Share eigentlich auch nicht, das Paras, oder? Ich krieg ja nur so 3 XP und sowas. Könnte man ihn stattdessen geben? Ach, Cheater. Nix Cheater. Ich hoffe ja trotzdem irgendwie, die Gegner sind Level 50 oder so, weil jetzt... Ansonsten rennst du ja so durchs Spiel durch. Aber wenn ich jetzt mit meinem Team spielen würde weiter, dann würde ich ja jeden one-shotten, easy. Okay, Silver Conference. Herako. Ja, guck mal, da haben wir doch unser erstes Vieh. Spielen wir jetzt mit dem. Was auch immer ein Herakross ist. Level 6, ja, komm, das nehmen wir. Sind die Leftovers da. Oh ja. Oh ja. There are a lot of powerful bug types around here. This is great. Kämpft hier keiner mal gegen... Aha. Wow. Genau das Vieh, was ich schon hab. Schon mal dabei sind. Was kann er denn alles lernen überhaupt? Was habe ich da überhaupt für ein Scheißvieh? Kannst du sowas lernen? Ja, guck mal, lern mal. Bug und Fight, okay. Sein Ohrenkneifer. Ja, die sind ja jetzt wirklich scheiße, die Viecher. Also mit meinem alten Team zu spielen, macht ja absolut keinen Sinn. Was ist das für ein Bullshit? Ich müsste wirklich das ganze Team eigentlich neu anfangen. Puh. Aber keinen Bock auf sowas. Jetzt ist das Problem, ich kenne die ganzen Viecher nicht. So wirklich. Das ist Pokémon Fire Ash, das ist ein Fanspiel. Ja, doch, Genzo wird kommen, Genzo wird kommen. Kann der fly? Stimmt, ich habe keinen mehr, der fliegen kann. Im Grunde ja. Gegen Drake, boah, Scheck. Den Kampf 2 Mal habe ich verloren und beim dritten Mal habe ich alle meine Max Revives, ich hatte jetzt auch nur 3, habe ich verbraucht. Ich weiß gar nicht mehr, wer den Siegeskill gemacht hat. Ich glaube, es war Paras, der als letztes übrig blieb. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, aber ich meine, es war Paras, der am Ende irgendjemanden umgebracht hat. Und ja, Kai, man spielt im Grunde den Anime nach. Das stimmt. Im Grunde. Ich
Okay, das ist eine Spezialattacke. Wo bin ich besser? Im Angriff, ne? Okay, ganz klar im Angriff. So, und ich habe von der zweiten Edition absolut keine Ahnung mehr. Deswegen weiß ich nicht. Ja, finde ich auch. Deswegen weiß ich nicht, welche Viecher gut sind und welche nicht. Ich könnte natürlich auch welche... Ich könnte natürlich auch Level 5 Viecher aus meiner Box holen. Aber ich will irgendwelche Yoto-Viecher. Ich mache das wie Ash. Oder ein Level 6er Pinsel, den ich noch nicht habe. Den habe ich so ewig gesucht. Und jetzt läuft er hier einfach rum, oder was? Wie bescheuert ist das denn? Ach komm. Also das Spiel wäre ja in 20 Minuten durch, wenn ich jetzt einfach mit... Sag mal, willst du mich verarschen? Das ist Level 6 und bricht aus meinem Ball raus? Das ist Level 6. Hallo? Okay. Ja, es wird ein Gensu kommen, Daito. Sag mal, was ist das denn für eine Logik? So, jetzt machen wir ernst. Wie kann denn ein Level 6 Vieh nicht vom Ultraball gefangen werden? Das muss doch ein Bug sein. Geht doch. Was ist denn Feint? Ach, so eine Scheiße. Pinsel gebe ich... Oh, Bob, du gewinnst mal. Boah, sogar eine Shiny Lo. Oh, der sieht lustig aus, den würde ich. So nicht. Das ist ein ja, das ist korrekt. Ich habe halt keine Ahnung von der zweiten Edition, welche gut sind, welche sich noch entwickeln können, welche nicht. Deswegen fange ich einfach erstmal alles. Ey, und im aller Notfall haben wir ja immer noch unsere Level 60er da. Ja, obwohl 50er sind es ja eigentlich nur. Aber Pikachu und Paras müssen halt mitgenommen werden. Guck mal, da ist eine Spinne, haben wir auch noch nicht. Mehr haben wir auch nicht bekommen. Keine Ahnung, was gut ist und was nicht. Ist diese Spinne gut? Bestimmt nicht, ne?
Komm, wir probieren es einfach mal. Ist umsonst, kannst du die holen. Einfach nur Pokémon Fire Ash googeln. Aber ist jetzt nicht so, dass du die Folgen nachspielst oder so. Ich habe halt keine Ahnung, ist das, was ich gefangen habe, gut oder nicht? I love Baseball, ja. Danke für diese wertvolle Information. Da, das sieht zum Beispiel gut aus. Das ist, glaube ich, ein Starter, ne? Will ich haben. Weiß nicht, wie ich die Starter... Aber wenn wir ja echt Reise nachspielen, dann kriegen wir früher oder später ja auch alle drei Starter. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Ich hoffe so früh wie möglich, dass ich hier diesen Scheiß loswerden muss, der in meinem Team ist. Ja, juckt mich nicht. Na, da ist doch schon einer. Was ist das? Juckt mich nicht. Scheiß Spinne. Her. Oh oh. Don't get lost. Wenn die jetzt so Level 60er haben, packe ich Paras aus. Okay. Das ist ja mal gut. Ja. Easy. I see. So, den Trainer will ich noch nicht bekämpfen. Ich will erstmal dieses Endivier, hieß das, glaube ich, auf Deutsch, ne? Scheiße. Scheiße. Okay, hier ist es nicht. Ah, der Pflanzen ist in... Okay. Den will ich haben, dann weiß ich schon mal, wen ich trainiere. Das ist schlecht. Guck mal, meine wachen nie direkt auf, ne? Wow, und jetzt... Oh, Alter, das ist doch ein Witz. Das ist doch ein scheiß Witz, ey. Komm, es ist Level 4. Da reicht doch, wenn ich jetzt eigentlich einen Ball werfe, ne?
Ja, jo, bin ich. Wer denn die wir? Der ist doch hier reingerannt, ne? Ich bin doch nicht blind und doof. Ah, ist er doch. Ah, in Box 4 ist er jetzt. Okay. So, gegen den Krüppel kämpfe ich gleich. Ich will erst das Endivir nämlich holen. Hieß das Endivir? Ja. Okay. Da ist doch ein PC. Welche? Komm hier, weg mit dir. Weg mit dir. Ist hier nicht so ein Hute-Ut? Ich will dieses Hut-Hut haben. Das sah mir aus wie ein Vieh, was fliegen kann. Da. Jo, hau rein. Guck mal, er kann auch fliegen. Perfekt. Und Scheiß. So, und jetzt gehen wir mal durch, was unser Pflanzenvieh machen kann. Da. Was kann er denn? Oh, das sind ja schon gute Attacken. Kann er das lernen? Nee, shit. Hm. Die wollte ich gar nicht machen. Die wollte ich machen. Hä. Okay, ich glaube, sonst kann er nichts lernen. Ah, Special ist besser. Okay, ist ja das schon seine beste Attacke. Finde ich gut. Hä? Sind meine ganzen Items? Items. Bin ich doof? Wo sind meine Items hin? Ich müsste auf Back gehen vielleicht. Extra EP? Ne, der kriegt hier EP-Share. Boah, wie einfach wäre denn jetzt das Spiel, wenn ich mit meinen Level 60ern da einfach durchrenne, oder? Das wäre ja piss einfach. Chikorita, so heißt er also auf Englisch. Komm, wir müssen. Eigentlich muss ich ein bisschen leveln, oder? Okay, so ist Leveln schlecht.
wieder das gute alte Leveln an. Okay. Mann, eine Kackattacke brauchen wir nicht. Das ist unser Chikorita direkt auf Level 8, das schmeckt. Das ist frech. Alter Vater. Kommen keine drei Meter. Ich glaube, die geben viel Erfahrung. Die beiden schmeiße ich eh raus. Und ihn auch dann. Weiß halt noch nicht, welche coolen es gibt, außer die Starter. Check. Welche coolen gibt's? Ich will eigentlich kein Poison Powder lernen. Oh, verdrückt. Nice. Hundemon. Okay. Ich guck mal, welche Pokémon habe ich denn, die so Level 5 bis 10 sind. Generell mal. Oh, nochmal Paras. Ich hätte ja Platz für noch ein Pokémon, glaube ich, ne? Wenn ich die drei neuen Starter habe. Dann wäre noch Platz für eins. Aber hier ist nichts irgendwie Cooles bei, finde ich. Ich meine, ich habe schon Akani. Welches Level ist der denn? Wo ist unser Shaq? Da, Level 41 ist unser Shaq. Können wir ja jetzt nicht nehmen. Oder hier, die hier. Oder hier, die 50er. Und wenn ich im Bereich 50 bin, dann nehme ich ja wieder meine alten. Ist hier irgendwas Cooles dabei? Die sind alle zu stark, ne? Na, jetzt sind wir im 30er-Bereich schon. Ah, nee, alle zu stark. Alle zu stark. Ah, hier! Hier diese Fossilien. Na, ich will ja auch eigentlich Johto-Viecher nehmen, ne? Und nicht hier irgendwelche alten. Schauen wir mal, was wir so fangen können. Haben wir halt einen freien Platz, wenn wir irgendwie was Cooles fangen. Wie zum Beispiel Hundemon.
Ich weiß, Bummels gibt's erst in der dritten Region. So, hier stand dann noch einer. It's really cold here. Wow. Danke. Hier gibt's auch nur diesen Hut, ne? Ich will ganz schnell die drei Starter bekommen. Don't look at my Don Fun like that. Okay. Vier Viecher! Levels. Wirklich? Frech. Scheiß Sturdy. Boah, Sturdy ist einfach scheiße. Ey, wenn der... Das ist doch ein Witz. Die Spielentwickler waren ein Ficker, ey. I'm sorry, 320 vor bin ich. Ah, guck mal, jetzt müssen wir nur vier Pokémon trainieren. Weil die anderen zwei schon auf Level. Hier Pikachu nehme ich ja mit uns. Wir sind ja schon auf 50 und 56. My son Salvador left on his journey just a few weeks ago. I wonder how. War da schon immer bei dem Centern so ein Tor? Oder eine Tür? Oh. Hier kann ich angeln. War hier ein cooles Wasser-Pokémon. Was ist das? Geil, alles was Neues wird gefangen. Die wird aber nicht besonders stark aus, ne? Okay, wenn es nur die gibt, ist natürlich auch beschissen. Einmal machen wir noch. Gucken wir mal, ob es wieder das Wasservieh wird. Also das Wooper. Oder ob es was anderes gibt. Okay. Ich brauche eigentlich nie wieder Angst haben, einen Kampf zu verlieren, oder? Bis so die Top 6. Oh, was heißt Top 6? Wie heißen die? Top 4? Liga? We plant flowers every other month to make sure they don't disappear. Okay. Morgen übrigens abends wieder Boyfriend Dungeon. Da hinten.
er denn für ein Opa? I wanna play with them. We are playing, don't bother us. Okay, dann stören wir euch mal nicht. Spinner. Alter, was geht denn mit dem Opa? Hallo? Bleib stehen! Kann ich mit denen überhaupt reden? Want some running shoes? I guess you already have some. Huh. Okay. Third Team Rocket is stronger than ever. Perhaps you should bring on from a strong just in case. Hab ich doch. My girlfriend taught me this move. Want to learn gravity? Anscheinend will ich es nicht lernen. So, want to... Ah, jetzt gibt's endlich diese... Jetzt haben wir endlich diese Entwicklung bei Tag und Nacht auch. Na, kann ich hier surfen? Da ist ja wirklich so ein... Pikachu kann tatsächlich Surfer lernen. Als ob ich hier jetzt surfen kann. Ich muss es ausprobieren. Ich würde mich ärgern, wenn es jetzt geht und ich würde es nicht ausprobieren. Na, meinem Glück geht's eh nicht. Steht da zumindest schon mal nicht. No, warum ist denn da eine Möglichkeit zum Surfen? Unfassbar, ey. Komm, verpiss dich. Warum gibt's das im Menü dieses Surfen, wenn es nicht geht? Ich verstehe es einfach nicht. Okay, ich krieg nur die Scheißviecher. Juckt mich nicht. Ist hier keine Arena, nix? Oh, stimmt, ich wollte was nachsehen. Okay, hierhin kann ich ja fliegen jetzt auch. Gut, dass wir fliegen können, denn... Kann ich nicht irgendwie wechseln? Muss man aber testen. Komm, die kleine Eule fliegt uns. Und hier oben war doch auch sowas Battle-Pyramide. Computer, okay. Vielleicht ist jetzt der Weg frei, jetzt wo wir Kanto eigentlich durch haben. Anscheinend nicht. War ein Versuch. Wie komme ich denn jetzt hier nach Johto? Geht wahrscheinlich nicht, ne? Muss ich erstmal...
mal, Yoto ist voll klein, oder? Wenn das schon das Stückchen war, was wir jetzt erst gegangen sind, ist das ja hier nix. Ice Cave? Hm. Gehen wir mal einfach weiter, ne? Oh, ein Raupi. Brauchen wir nicht. Ich will die anderen Starter. Oh, ein Hornliu. Brauchen wir nicht. Gibt's in der zweiten Edition, gab's da nicht Milotic? Milotic fand ich nämlich immer sehr cool. Oh, ein Marienkäfer. Wir haben einen Marienkäfer gefangen. Nachdem wir schon einen Ohrenkneifer und was hatte Bob geschrieben? Noch irgendwas anderes. Ist hier nicht noch irgendwie ein Starter oder so? Komm schon. White Apricorn? See the trees with the Apricorn. Apricorn can be used to make special kinds of balls. Oh, jetzt können wir neue Pokebälle erstellen, oder was? Gibt's einen Flugball oder so für die legendären Vögel? Wenn ja, hätte ich ihn gebraucht. Erstmal hier lang. Ich glaube, da ist nämlich eine Sackgasse da oben. Da ist doch keine Sackgasse. Check out my awesome Pokémon. Youngster Joey. Mit seinem Level 7er Ratatatata. Tschüss. You are strong. I win next time. Mimi. I'm gonna crush you. Youngster Mickey. Dank meiner TMs, die ich schon hab, mach ich dich platt. Jo, von Kanto bis nach Alola, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob Alola schon fertig ist, aber ich meine, Alola wäre drin. Oh. Klingt gar nicht mal so scheiße. Freie Heilung. Ja, auf jeden Fall viel zu tun. Das stimmt.
Aber ab Johto wird es, glaube ich, sehr einfach, wenn man will. Also ich fange ja jetzt quasi halb neu an, indem ich neue Viecher fange. Aber ich behalte Pikachu und Dings auf jeden Fall als Reserve, Paras als Reserve. Aber ich könnte jetzt einfach mit meinem Level 55er hier durchwaschen. Aber das macht irgendwie keinen Sinn, das macht ja keinen Bock. How dare you? Aber ich hab's halt im Notfall da, ne? Also wenn ich irgendeinen Kampf verlieren sollte, packe ich meine 55er rein. So, testen wir das mal aus. Okay, die Heilung von Indivi ist ja mega durch. Ja, könnte man. Und du musst auch nicht Pikachu dabei haben, den habe ich auch schon mal in die Box getan, zum Testen. Hi. Sechs Stück? Okay, Level 4. Also ich gehe mal stark davon aus, man kriegt auch immer Ashs Pokémon mehr oder weniger. Die stehen als Sprite so rum, die braucht man nur anklicken, dann kriegt man die. Deswegen gehe ich mal davon aus, wir kriegen... Ich denke mal, der hat immer pro Region bestimmt immer alle drei Starter bekommen. Ich bin mir ziemlich sicher, auf jeden Fall in Johto hatte der auf jeden Fall alle drei Starter. Deswegen probiere ich jetzt nur die Starter gerade zu trainieren. Und da ich bisher nur Endivia habe, trainiere ich gerade nur Endivia. Das ist schlecht. Weil der Rest mir kackegal ist. Theoretisch kann man halt wirklich durchrennen. Ah, okay. What's going on? Thank you. Kann ich jetzt einfach Synthese machen eigentlich? Nee, schade. Oh, Kokuna sind immer toll zum Trainieren. Diese Heilung, die ist ja richtig OP. Ist ja fast wie die Vögel mit ihren Rußfeuern. Aha, Attacke und Spezial sind gleich bei ihm. Ja, ihm. Ne, ganz normal PC-Spiel. Du brauchst gar nichts außer das Spiel. Kannst dir einfach Pokémon Fire Ash googeln, runterladen. Und gut ist. Challenge bei Pokémon Ranger Bell. Das ist frech. Falsche Attacke gemacht. Ja, mach mal Schlafpulver, ist super. Naja, auf Deutsch gibt's das nicht. Ist halt von so Fans gemacht. International. Mit dem RPG-Maker. Macht am Englisch natürlich meisten Sinn, weil das können dann die meisten Leute spielen. Bailey besiegt. So elegant. Okay. Ja, Englisch. Einziger Nachteil ist, ich kenne die Viecher halt nicht auf Englisch vom Namen. Wenn er sagt, er wechselt
Golem ein, dann habe ich keine Ahnung, was der von mir will. Aber da ich die meisten außer die ersten 150 bis 250 eh nicht kenne. Guck mal, sind wir schon in der nächsten Stadt hier. You caught me off guard. Okay. Gehen wir erstmal heilen. If you've seen apricots, they only grew in this region. Jo. Wie gesagt, ich meine gelesen zu haben, es geht bis Alola. Oder sogar inzwischen inklusive Alola. Dann wäre es ja fast sogar Ashs komplette Story. Und die entwickeln ja weiter. Im Discord sieht man da immer wieder, dass die was machen. Good luck beating Falkner. He's beaten everyone von Sprout Town. Schön für dich, Falkner. Achso. Was ist das? Ist das Schule? Oh Gott, bleib mal stehen. I'm bored, let's bet. Mitten in der Schule? Das macht man nicht. Youngster. Zeki. Nicht in der Schule. Alter, ich mach die ganze Zeit die falsche Attacke. Die wollte ich machen. Just want to play. Okay. Maybe I should stop messing around. I wanna go outside and play. Class is so much fun. Na endlich. I've learned so much here. Geht doch. Richtige Einstellung. Tach. Be sure to read what's on the blackboard carefully. Nee. Scheiße. Kenn ich doch alles. Oh, check. Jetzt noch? Nice. Ich mach aber auch nicht mehr lang. I'm skipping class to... Ist das nicht auch ein Baum wieder? White Apricorn. Was kann ich denn mit den Dingern machen überhaupt? Ach, Bälle herstellen, ne? Geht's denn hier lang? Okay. Aber wir sind... Hier konnten wir noch nicht hin, ne? Bin, glaube ich, hier direkt rausgekommen, meine ich. Hier. Hm. Erstmal die Stadt erkunden. Du beat all the Kanto Gyms? Wow. Ja, und wenn ich wollen würde, würde ich hier alles im Nu kaputt machen. I'm looking for a bell spot. Wanna trade for my Onyx? No. Ich hab schon Onyx. Bestimmt stärker als dein scheiß Knofenser. Kannst du ihm Arsch schieben. Gibt's hier eigentlich keine Wiederbelebung? Gibt gar keine Wiederbelebung, ne? Falkner. Klingt hart. Was geht hier ab? Was ist das? Sprout Tower. Erstmal. Angeln. Wirklich?
Ich werde, glaube ich, jetzt auch pennen gehen. Noch kurz heilen. Ich wollte ja eigentlich nur Zapdos machen. Und das war ja auf einmal im ersten Versuch. Nachdem ich vorhin irgendwie 12, 13 Versuche hatte. Also mit Versuch meine ich nicht den ersten Ball, sondern ersten Kampf. So, ich habe mir die Stadt angeguckt bis auf den Gym, ne? Oder ist hier noch was? Nö. Einmal kurz in den Gym reinlunzen. Falkner uses Flying-Type-Pokémon. They are weak against Electric, Ice, Rock-Types. They are strong against Bug, Grass, Fighting. Ja, gut, dass ich bisher nur ein Vieh habe, was ich trainieren will, und das ist Gras und Bug. Oder nur Gras, weiß ich jetzt gar nicht. Ah, im Notfall, 50er Pikachu brutzelt alles. Oh Gott, was macht der denn da drin? Wäre auch irgendwie geil, mit denen hier durch die Gyms und alle fertig zu machen. Aber die kriegen halt gar keine Erfahrung. Ey, was bringt mir denn 3 Erfahrungen bei denen? Macht doch gar keinen Sinn. Deshalb speichere ich mal. Und beende, indem ich auf Cancel drücke. So, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch noch. Wir haben Kanto durch. Nur noch 38 weitere Regionen. Na, so lange nicht mehr.